So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook. Hier ist wieder euer spiritueller Anarchist. Ich mache heute ein Video ein bisschen im Stehen. Ich will heute manchmal ein bisschen stehen, einfach weil ja, mir einfach danach ist. Weil ich ja sonst immer im Sitzen filme, aber gut, okay. Ja, kommen wir zum Thema. In diesem Video geht es darum, um den Kampf gegen Mobbing. Und ich möchte jetzt eine Person unterstützen, die sich sehr intensiv für den Kampf gegen Mobbing engagiert. Und das ist der Carsten Stahl. Carsten Stahl ist Privatdetektiv. Er hat einmal eine Serie gehabt. Detektei Stahl hieß die, glaube ich, war eine RTL-Serie. Jetzt, heute Montag, beginnt die neue Serie von ihm. Stahlhart gegen Mobbing. Ja. Ich habe mich da ein bisschen informiert, ich habe auch die Videos angeschaut von ihm und ich finde einfach, der Carsten Stahl ist wirklich ein super Typ. Er spricht ein ganz wichtiges Thema an, ja, weil das Mobbing ist wirklich ein Geschwür, gerade in unserer Gesellschaft, das uns einfach ausfrisst, das unsere Seele auffrisst, gerade die Seele von unseren Kindern. Ja. Es ist ein Riesenproblem, was auch viele, also die Lehrer und auch Politiker ignorieren, aber doch ist es spürbar. Ja. Mobbing nimmt immer mehr zu in den Schulen, in den Firmen und so weiter. Und das ist eine ganz üble Sache, weil es die Psyche, das Menschen kaputt macht und somit auch die Seele zerstört. Ja. Wie kann es sein, dass man Kinder ausgrenzt, nur weil sie anders aussehen? Ja? Weil sie vielleicht eine andere Jeansmarke haben oder so. Aber wie krank ist denn die Gesellschaft? Das ist ja auch schon wieder ein Ausdruck, das ist kranken ja, Konsumwahns, kann man sagen, dass man jemanden, bloß weil er nicht die neuesten Jeans und die neueste Jeansmarke trägt, dass so ein Schüler deswegen ausgrenzt wird. Also wer das macht, diese Mobber, die sollte man mal in die Jeansfabriken nach China reinstecken, dort sollten sie mal arbeiten und in den Arbeitsbedingungen, die absolut gesundheitsgefährdend sind und absolut menschenunwürdig, ja, sollten sich mal anschauen, was die Jeansfabriken anrichten an der Natur, wie da die Flüsse vergiftet werden in China und in die Seen umgeben. Das sollen sie sich mal anschauen, da sollten sie mal arbeiten. Ja. Also das ist ja irgendwo schon Wahnsinn, das ist schon sowas Krankes. Ja. Und ja, aus der spirituellen Sicht ist es, also zum Beispiel habe ich auch gelesen, jetzt, ich habe jetzt von Gesprächen mit Gott, also jetzt den dritten Band durchgelesen, ja, und da steht zum Beispiel auch drin, dass in den höher entwickelten Gesellschaften, so sagt Gott zum Neil, also zum Autor, dass es dort so ist, dass Aussehen gar keine Rolle mehr spielt, ja, und dass also die höher entwickelnden Wesenseinheiten, also sprich die Außerirdischen, dass die Kleidung eigentlich nur zum Gebrauch tragen, also wenn es jetzt das klimatische Verhältnis quasi so ist, dass man jetzt Kleidung tragen muss, also wenn es zum Beispiel kalt ist oder so, oder wenn es regnet, ja. Aber ansonsten laufen die sogar nackt rum, ja. Die haben weder Scham, noch haben sie irgendwie so ein Empfinden, dass sie vielleicht schlecht aussehen könnten. Also sowas gibt es gar nicht. Im Bewusstsein dieser Wesenseinheiten gibt es das gar nicht, dass man scheiße aussieht, ja. Das kennen die gar nicht, ja. Und als erstens mal haben die einfach das Gefühl und das Wissen, dass vor Gott eigentlich alle Wesen wunderschön sind. Wie Gott sind alle Menschen schön, egal wie es aussieht, einfach schön in ihrer Einzigartigkeit. Das hat ja auch Jesus gesagt mit dem Vergleich mit den Lilien, die Lilien auf dem Felde, dass jede Lilie einfach einzigartig schön aussieht wie die andere und so. Und die sich ja auch gar keine Sorgen machen, wie sie jetzt gekleidet sind. Ja? Und also erstens mal spielt Aussehen gar keine Rolle, aber wenn es eine Rolle spielen würde, hätten sie das Bewusstsein, dass sie so wie sie sind, gut sind. Dass es eigentlich so okay ist. Aber es ist auf der anderen Seite gar nicht wichtig. Und jetzt stellt euch mal vor, wir würden das auch so umsetzen. Es wäre mir wichtig, wie wir aussehen würden, weil wir alle das Wissen haben, dass wir einfach einzigartige Wesen sind, dass wir gut sind und gut aussehen, so wie wir sind. Ja? So wie ich jetzt bin, mit dem Bart, mit den langen Haaren, schwarze Haare, kurz, ob ich klein bin oder groß bin oder so. Es ist egal. Ich bin einfach nur verschiedenartig und trotzdem wunderschön einzigartig. Und ja, also das wäre doch eine geile Welt, ja? Wenn man einfach jeden tolerieren würde, so wie ich, dass es sowas wie eine Ausgrenzung wegen dem Aussehen oder andersartig sein, dass es das einfach nicht mehr gibt. Ja? Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das, dass alle Kinder, alle Menschen ein Gefühl entwickeln, dass sie einzigartig sind, dass sie einzigartige Geschenke Gottes sind und auch mit diesem Gefühl und diesem Selbstbewusstsein in die Welt hinausgehen und
aber auf der anderen Seite auch Aussehen überhaupt gar nicht so wichtig nehmen, also weil es auch nicht wirklich wichtig ist. Ja. Es ist ja wichtig, was im Inneren ist, also des Menschen, wie der Bewusstseinsstand des Menschen ist. Das ist ja wichtig. Ja. Wie gesagt, das ist mal so mein Statement. Also mir hat es sehr bewegt, wie Carsten Stahl sich da engagiert. Ja, ich habe mir die Videos angeschaut, auch bei Facebook, auch die Videos von ihm gepostet. Und ich muss sagen, also ein super Typ. Wirklich mit einer Energie, mit einer männlichen Stärke kämpft er und mit seinem Herz kämpft er da gegen das Mobbing und auch sehr erfolgreich. Und ich kann es nur unterstützen. Bitte unterstützt Kemp Stahl, unterstützt Carsten Stahl bei dieser Arbeit, die sehr, sehr wichtig ist, auch vom Spirituellen her. Wenn ihr auch kein Geld habt oder sowas zum Spenden, mein Gott, dann teilt zum Beispiel die Videos, abonniert den Kanal Kemp Stahl zum Beispiel auf YouTube. Ja. Und unterstützt einfach so, macht es einfach bekannt schon mal. Und ja, und ansonsten halt vielleicht was spenden oder irgendwie unterstützen, ja, oder auch gemeinsam einfach sie engagieren gegen Mobbing. Oder wenn ihr zum Beispiel mitkriegt, dass auf eurer Schule gemobbt wird, dass ihr dann einfach euch an Carsten Stahl wendet und sagt, hey, wir haben da ein Problem, wir müssen daran arbeiten und so. Und wir müssen das Mobbing da bekämpfen vor Ort. Also einfach, dass ihr Carsten Stahl hilft, mitmacht im Kampf gegen Mobbing, weil das ist nämlich ganz arg wichtig. Mobbing ist einfach nur ein Zeichen eines unterentwickelten Bewusstseins und wir müssen einfach schauen, dass wir dieses Bewusstsein auf eine höhere Ebene bringen, auf einen höheren Entwicklungsstand. Das ist eigentlich Sinn und Zweck unseres Lebens, unseres Daseins, ja, dass wir bessere Menschen werden, dass wir liebevolle Menschen werden, dass in uns kein Hass mehr ist, kein Rachsucht, kein Wut und so weiter, dass wir Vergeben, Liebe, Toleranz entwickeln, ja, weil wir sind alles einzigartige Wesen, wunderschöne Geschöpfe von Gott und es gibt keinen Grund, jemanden wegen seinem Andersartigsein oder also anderen Aussehen zu diskriminieren und herabzusetzen. Also dazu fordere ich ihn auf, natürlich mich selber auch, natürlich, ich gucke, was ich kann, ihr poste etc. Es gibt auch so viel, wo ich spenden möchte. Es ist natürlich, als Hartz-IV-Empfänger muss man natürlich fast jeden Euro umdrehen, muss ja gucken, also es gibt ja noch Flüchtlingshilfe, es gibt ja noch Kinderarbeit und so weiter. Ich habe ja dann hier noch was Spendenzettel, muss ich gucken, wie ich das mache, ja, aber was ich da spende, wie viel, wo jetzt gerade das am Vordringlichen ist. Aber jetzt mache ich auf jeden Fall mal dieses Unterstützungsvideo, ja, das kostet mir keinen Cent, das kann ich machen, habe ich mir gedacht, Mensch, und diesen Carsten Stahl, diesen Engel auf Erden, muss man wirklich unterstützen. Er hat ein ganz wichtiges Problem angesprochen und ja, gehört zum Bewusstseinswandel, zum spirituellen Bewusstseinswandel wirklich auch dazu, dass wir Mobbing bekämpfen, dass wir das besiegen, dieses üble Geschwür in unserer Gesellschaft, was die Seelen, was unsere Kinder kaputt macht. Und das muss man einfach verhindern. Ja. Es geht um die Seelen, um das Seelenleben unserer Kinder, unserer nächsten Generation. Ja. Das ist wichtig, das ist verdammt nochmal wichtig. Ja. Okay, alles klar. Deswegen mein Unterstützungsvideo, Carsten Stahl, meine volle Unterstützung. Teilt das Video, wie gesagt, teilt die Videos von Carsten Stahl und unterstützt seinen Kampf gegen Mobbing. Alles klar, das war's mal soweit und wünsche euch was, schönen Abend und bis bald.